Es ist das Debüt von Daniel Cheeman als neuer Trainer der SG Barockstadt. Am letzten Montag vorgestellt, nun saß er zum ersten Mal auf der Bank, Heimdebüt gegen den FSV Frankfurt. Ja, die SG Barockstadt zuletzt etwas in der Krise, kein Sieg aus den letzten drei Spielen. Cheeman soll es richten, mal schauen, was er sich vorgenommen hat. Auf alle Fälle, Marius Krösch saß auf der Bank, dafür Erik Ganime und Aaron Frey in der Innenverteidigung und im Tor. Da stand Samuel Zapico. Ja, wir gehen gleich rein in die Partie, die eröffnet wurde ohne langes Drumherum. Gespielt 90 Sekunden, es gibt diese Ecke und die fällt Tim Weißmann vor die Füße. Und da ist noch ein Abwehrbein dazwischen von Erik Ganime. Das war knapp die erste Situation. Es gab wenig Torchancen in der ersten Halbzeit, ganz genau zwei. Eine hatte noch die SG Barockstadt. Leon Pomnitz, ein Zuckerball auf Nils Fischer und dann Keeper Henry Bremer. Dazwischen zur Pause keine Tore. Was macht ein Trainer, der neu ist, mit einer Mannschaft, der die Leichtigkeit fehlt? Zureden, zureden, zureden. Und das schien Daniel Cheeman gemacht zu haben. Erste Szene, zweite Halbzeit. Tim Kocuschek setzt sich durch, macht das super und der Ball wird abgewehrt zur Ecke. Selbstbewusstsein ist gefragt. Und vielleicht holt man sich das ja über einen Standard. Leon Pomnitz bringt den Ball scharf in die Mitte und da steht der Kapitän persönlich. Patrick Scharf macht das 1:0. Es ist eine Erlösung für die SG Barockstadt, dieser Kopfball, 49. Spielminute. Und damit steht es 1:0 für die Mannschaft aus Fulda, die jetzt auf einem richtig guten Weg ist, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Nur wenig später gibt es einen Freistoß. Leon Pomnitz aus ähnlicher Position hat er ihn ja gemacht in Offenbach. Jetzt vielleicht das zweite zu hoch angesetzt. Aber jetzt war so ein bisschen Leichtigkeit da. So 10, 12 Minuten lief das wirklich gut, ehe sich der FSV geschüttelt hatte und seinerseits wieder zu Möglichkeiten kam. Zunächst einmal hier Sanomia setzt sich durch. Dann kommt der Ball hier über Del Vecchio raus und der Schuss kommt und Samuel Zapico kann klären. Wir sind aber schon in der 70. Spielminute gewesen. Dann die Szene, die SG Barockstadt letztlich den Sieg kostete. Wir sind in der 78. Spielminute, da kommt hier mit der 28 von Schrötter, der setzt sich durch und dann wird es konfus. Erste Situation, dann mega Monsterparade von Zapico, abgewehrt, dritte Möglichkeit. Ja, die Barockstadt kann die Situation erstmal entschärfen, aber sie bleibt heiß. Eingeleitet hier von Gottwald, der Ball rechts raus, wieder über diesen von Schrötter. Und dann kommt mit der 2 Birkan Celik. Wieder von Schötter und dann steht es 1:1, weil Kas Peters mal wieder seine Torgefahr unter Beweis stellt. Der Stürmer des FSV Frankfurt ist da und netzt ein Ausgleichstor in der 78. Und da gehen die Fans aus Bornheim natürlich ab, ganz klar. Und ganz ehrlich, es war auch das gerechte Ergebnis hier nach 90 Minuten, wenngleich die SG Barockstadt ganz am Schluss noch eine dicke Chance hatte. Die 88. Der Ball abgefangen und dann lauter eingewechselte Spieler. Kelvin Onuigwe, dann Moritz Dittmann setzt sich durch, macht das klasse und bedient hier wieder Onuigwe. Der Ball scharf, klasse pariert von Bremer und dann rutscht Matthäus Beal vorbei. Die dicke Möglichkeit hier doch noch auf 2:1 zu stellen und den Sieg klar zu machen. Aber es hat nicht sollen sein zum Einstand von Daniel Cheeman. Trennt sich die SG Barockstadt und der FSV Frankfurt letztlich gerecht 1:1.